Hallo und herzlich willkommen. Heute was ganz Spezielles. Wir sind wieder Amazon, Mission Nummer 3. Unsere Aufgabe ist allerdings, dass wir wahrscheinlich hier, ja hier, wir müssen 75% Kampfkraft erreichen. Und das Ganze müssen wir hier in der Mitte machen. So. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Der Punkt ist, wir haben kein Holz in der Mitte. Das heißt, wir können das auch abreißen. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie Gold finden. Und genau, schauen wir mal, was haben wir hier. Ja, okay. Das heißt, hier werden wir Holz produzieren. Das müssen wir dann irgendwie rüber schaffen. Und genau dafür. Und wir sind wahrscheinlich auf dem Timer, ja. Das heißt, wir sind auf dem Timer. Der Asiate wird sich denken, dass er irgendwann angreift. Und wir müssen quasi, bis wir angegriffen werden, genug Holz rüber geschafft haben, um da drüben genug produziert zu haben. Das heißt, wir brauchen Kohle und wir brauchen so. Und wir haben Priester schon. Okay, das heißt, wir werden hier Güter senden. Das heißt, wir werden hier Mana-Produktion aufbauen und dann das Holz rüber schicken, damit wir hier alles machen können. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall erstmal nochmal davon mehr ausbilden. Das genauer anschauen. Den Rest werden wir in Pioniere umwandeln und uns weiter ausbreiten, damit wir mehr vom Gebirge haben. Genau, und wir werden ansonsten schauen, dass wir hier Alkoholproduktion aufbauen. Einmal hier sieht's gut aus. Da ist ein guter Platz. Da ist ein guter Platz. Da ist ein guter Platz. Ja. Genau. Wir werden einfach Alkohol spammen. Schön. Sieht doch eigentlich nach einem Plan aus, ja. Super. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, hier wäre ein guter Platz für eine Goldmine. Vielleicht lohnt es sich sogar hier in der Mitte eine zu bauen. Wir werden mit einer ja auskommen. Wir brauchen also, wir können schon mal planieren. Eine Goldschmelze und eins, zwei Lager. Zwei Lager müssten noch ausreichend sein, um auf. Oh, hier bauen wir die Goldmine hin. Das ist, glaube ich, ein guter Platz. Goldmine hier. Ja. Ah, ein bisschen weiter links noch. So. Ja. Ich glaube, dass das ein guter Platz ist hier. Gut, dann brauchen wir noch Kohle. Schauen wir mal weiter, was wir noch so finden. So, genau. Dann werden wir erstmal das hier bauen. Jetzt haben wir tatsächlich sogar vier Holz durch das Abreißen. Das heißt, wir könnten den hier sogar schon bauen. Ja gut, warten wir mal, ob wir hier noch Kohle. Hier. Hier geht die Kohle los. Das ist natürlich immer praktisch. Und schauen wir mal gleich, wie es mit der Kohle aussieht. Ja, wenn die hier losgeht, dann könnt ihr auch gleich hier weitermachen. Okay, das wird alles gebaut und gemacht. Das heißt, wir können weiter bequemen hier. Wir brauchen ein Wasserwerk. Ja, hier ein Wasserwerk. Dann zwei Destillen und zwei Tempel. Kleine Tempel. Eins. Zwei. Okay. Perfekt. Schön. 4 Minuten.
Alkoholproduktion fast fertig. Nice. Na, da haben wir noch einen Turm. Den reißen wir natürlich ab. Wir wollen natürlich nicht vom Asiaten angegriffen werden. Wir müssen also im Prinzip nur schnell genug hier drüben die Produktion auf die Beine stellen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, wenn wir das sozusagen so rushen. In dem Sinne, dass wir alles andere skippen und nur... Aber Kohle ist halt hier echt nichts Geiles, ne? Also irgendwie so richtig geiler Kohlespot ist hier nicht. Ja. Ja, danke, dass du Kohle gefunden hast. Interessiert mich nicht. Da wäre ein guter Spot. Ja. Da würde ich sogar zustimmen, dass da ein exzellenter Spot ist. Ja, das wird die Kohlmine für die Goldmine. Okay, dann könnt ihr zurück. Dann werden wir schon mal anfangen, das zu bauen nach Möglichkeit. Das wird auf Prio gesetzt, damit das fertig wird, weil wir haben genug Holz dafür. Ja, oh, wir haben 4 Holz, das heißt, wir können theoretisch sogar... Ah, was bauen wir zuerst? Kohlmine? Ja, wir bauen zuerst die Kohlmine, jawohl. Das bringt uns am meisten. Wir bauen schon mal die Kohlmine. Kann der schon mal abbauen. Okay, hier wird gerade weitergemacht, das heißt, wir können hier das nächste in Auftrag geben, which ein Lager ist. Das werden wir Holz einlagern. Und das werden wir dann transportieren. Super, läuft. Läuft. Läuft gut eigentlich. Also das hier drüben ist alles Kacke. Und sonst hier könnte man noch eine Kohlmine bauen. Markieren wir uns mal noch, falls wir das machen wollen. Auch wenn ich mit der auch nicht happy bin. Aber gut, so ist es halt. Ja, ansonsten sieht alles ganz gut aus, ja. Wir haben genug Materialien, Ressourcen, alles wird produziert, wir haben Stuff, laufen schon. Ich will eigentlich da oben aufpassen, dass die da nichts wegcutten. Ne, sieht gut aus. Okay. Dass hier das alles vom Imker quasi gut genutzt werden kann. Ne? Schön, die Imker am Arbeiten, 2:08. Das heißt, bei Minute 18 ist unsere Produktion auf vollem Betrieb. So, wir können den tatsächlich noch ein bisschen so setzen, weil es nutzt er ja Sachen nicht mehr. Bei dem hier auch. Können wir auch so setzen. Den hier lassen wir so ein bisschen rüber noch. Ja, und den hier setzen wir dann ein bisschen so noch. Ja. Genau, dann überschneiden sich die gut. Hier ist alles fertig, muss nur noch gebaut werden. Perfekt. Es läuft gut. Nur die Frage, ob wir schnell genug fertig werden, bevor sich der Asiate denkt, ah, lass uns doch mal vorbeischauen. Vielleicht machen wir ein bisschen Stress und so. Das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. Ihr könnt mal ruhig hier weitersuchen. Wenn hier nochmal ein guter Platz ist, baue ich vielleicht sogar 2 Kohleminen. Schauen wir mal. Die hat ja im Moment 50% Erfolgsrate, was nicht so hoch ist. So, solange der noch keinen Honig produziert hat, habe ich keinen Stress, dass die noch nicht fertig sind. Kann sich da ruhig Zeit lassen. Das ist der erste, der Honig produziert. Ja. Solange die hier alle keinen Honig haben, ist alles entspannt.
Es summt, es summt, es summt, es summt. Überall die Bienen. Okay, jetzt wird hier alles gebaut. Schön. Er ist auch fertig. Wichtig. Er ist auch fertig. Ist wichtig. Gut, das heißt, wir könnten schon Alkohol produzieren. Bauen wir noch die anderen Sachen hoch. Ah, der erste Honig kommt. Okay. Ja, so langsam sollten eigentlich die Tempel fertig werden, sonst... Jetzt wird das nix hier. Aber gut, wenn die hier fertig sind, dann wird gleich der Tempel aufgebaut. Ist eigentlich gut fertig geworden dann. Dann wird jetzt als nächstes der Tempel fertig. Ja, schön. Als nächstes werden die Tempel hochgezogen. Erste Met wird produziert. Alles rechtzeitig fertig geworden. Genau, bei 10 Minuten, 11 Minuten. Schön. Ja, optimal wäre, wenn jetzt dann der zweite gleich noch fertig wird. Aber gut, dann warten wir halt ein bisschen. Ja, tatsächlich wäre hier nochmal ein guter Spot für eine Kohlemine. Behalten wir uns mal vor, was hat der 50% Erfolg? Ist okay. Aber das heißt, wir können die hier abreißen, weil die bringt uns garantiert nichts. So, einer ist fertig. Da kommt schon der zweite Met. Honig, Honig, nicht Met. Met ist erst, wenn es verbaut ist. Der dritte, jetzt muss langsam fertig werden, sonst haben wir, kommen wir in Verzug. Ja. Ja, der produziert jetzt auch schon. Ne? Ja, okay, Tempel ist fertig. Wunderbar. Dann werden wir noch ein paar Fischer in ein paar Fischerhütten investieren. Wie Angeln haben wir denn? Wir haben... oder Fische? Haben wir überhaupt irgendwas? Da haben wir Sensentypen. Aber Fischer? Ein Fischer, zwei Fischer, drei Fischer, ja. Dann werden wir hier noch in Fischer investieren. Um am Ende aller Tage noch Fisch rüber schiffen zu können, falls Notwendigkeit bestehen würde. Holz haben wir ja jetzt hier genug. Was heißt genug? Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen noch 4 Holz, 8 Holz, 12 Holz. Okay, also 2 Stacks sind ausreichend. Perfekt. Und wir müssen jetzt erstmal Mana generieren. Ne? Super, läuft. Ja, gut. 50% Erfolgschance. Ich meine, wir können die auch aufbauen. Ist ja eigentlich, im Prinzip ist es egal. Die steht auch super, ne? Die hat, im Worst Case hat die die gleiche Erfolgschance. Best Case better. Und dann lieber wir verteilen das aus. Super, ne? Okay, ja, gut. Aber im Prinzip sind wir damit durch, ne? Jetzt warten wir noch, bis wir genug haben. Und dann. So, genau, Mana-Produktion läuft. In dem Sinne, dass hier überall eins da drin ist. Wir noch nicht genug Honig produzieren, aber die sollten jetzt auch anfangen. Ja, weil jetzt hier ein Honig kommen. Jetzt sollte überall dann der Honig kommen. Kein Holz mehr? Na gut, dann halt nicht. Eigentlich egal. Da fehlen noch 2 Holz, sehr gut. Sonst passt ja alles, ne? Ja.
Mehr brauche ich ja nicht. Ab jetzt produziere ich nur noch für Alkohol und für Fische, damit ich notfalls noch Fische rüberschicken kann, wenn notwendig, ja. Gut, dann warten wir jetzt mal und hoffen, dass der Asiate nicht auf irgendwelche dummen Ideen kommt und uns angreift. Ja. Ihr könnt euch hier in die Mitte stellen, 5 Stück, 77%. Zwei Lager sollten ausreichend sein, denke ich. Ah, schön Alkohol. Met, mehr Met. Hier habe ich noch Fleisch, mit dem kann ich auch nochmal überbrücken, wenn irgendwas leer ist. Ja. Genau, fehlen 12, 16 Holz. Ja. Das heißt, wir haben genug Holz im Lager und wir brauchen nur noch Alkohol. Dann warten wir mal ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, wir können eigentlich jetzt auch vorspulen, weil im Prinzip passiert ja jetzt nichts mehr. Ja, dann sind wir gerade bei 16 Minuten. Ja, warten wir mal noch ein bisschen. Jetzt so langsam sollte ja jetzt mehr Honig dann reinkommen. Oder nicht. Ja, immer mal wieder hier ein Honig, da ein Honig. Der Honig fließt. 1-1, naja. Ja gut, aber der produziert jetzt schon nach, obwohl das noch nicht verbraucht ist. Ja, das ist ja schon mal positiv. Wenn jetzt das verbraucht, dann kommt das nächste nach. Ist eigentlich ein guter Flow. Ja. Das heißt, wir produzieren, weil wenn ich das aufstaut im Tempel, dann bringt uns das ja auch nichts. Ja. Wir wollen eigentlich nur konstant in jedem Tempel immer eins haben. Und der hat jetzt schon zwei Honig da liegen, jetzt kommt hier nochmal Honig, da liegt nochmal Honig, da kommt nochmal Honig, jetzt läuft's los, ja. Super. Okay, Hälfte haben wir schon. Wie viel ist denn das denn hier? 70. Okay, also brauchen wir noch 7 ungefähr, damit wir hier senden können. Oder 8. 7 oder 8. 7 oder 8 Alkohol oder Met. Also sind schön wir hier. Und ja. Warten. Und hoffen, dass das funktioniert. Dass wir hier einfach quasi nichts aufbauen. Also gar nichts. Außer ein bisschen Fisch und Honig. So, das ist dann jetzt eigentlich genug Holz so langsam. Das heißt, wir können das Lager auch abreißen, wenn der da ist. Weil wir brauchen ja auch nicht mehr Holz. Obwohl, warte mal, wir brauchen... Was habe ich gesagt? 4 plus 4 plus 4 sind 12, plus 4 sind 16. Zwei Stacks, okay. Wir haben jetzt hier 3 Stacks, die quasi voll sind. Jawohl. Das heißt, wir können hier abreißen. So, wunderbar. Das heißt, wir stellen die Pilsterin in die Mitte und warten auf einmal Sending Goods. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir hier irgendwie Fische produzieren können. Ja. Was ist los bei euch? Nichts an Fischen. Ja, wir brauchen nur das Holz. Wenn das Holz da ist, dann können wir produzieren. Ja, ansonsten bei dem Fischer hier zuschauen, wie er verkackt, Fische aus dem Wasser zu ziehen. Wow, super gemacht. Ihr habt schon einen Fisch. Ne, natürlich nicht. Warum auch? Ja? Wäre ja auch zu einfach. Irgendwie hier Fische rauszuziehen, ja. Mann. Ja, gleich ist es soweit. Ja gut, ich weiß, du findest keine Holzbaumstämme in deiner Gegend, aber
interessiert mich nicht wirklich. Du hast deine Aufgabe erledigt. Prinzipiell kann ich denen bei den allen die Arbeit einstellen, ja? Weil. Wir machen eh nichts mehr. Warten jetzt noch, dass das fertig ist. Wir setzen alles auf eine Karte sozusagen. Und hoffen dann quasi, dass der Asiate nicht denkt: Boah, lass mal angreifen, hört sich nach einer geilen Idee an. Noch ein. Jetzt hat. Okay. Ja, das ist Holz. Dann wird alles aufgebaut. Dann spulen wir jetzt vor. Weil prinzipiell jetzt haben wir alles erreicht und jetzt warten wir nur noch darauf, dass wir genug Kampfstärke kriegen. Ja. Okay. So, wie sieht's aus hier? Kohle haben wir noch, Gold haben wir noch. Wie viel haben wir denn? 63%. Der hat noch Brot, der hat noch Brot, der hat noch Fisch. Okay, das heißt, das sieht alles gut aus. Dann spulen wir noch ein bisschen weiter vor. So, jetzt 66%. Der hat nichts mehr. Das heißt, sieht's aus mit Fisch. Wir haben Fisch. Können wir nochmal senden? Können wir machen. Werden wir jetzt den Fisch senden, um die Goldmine am Laufen zu halten, ja. Okay, passt. Ach, die können im Lager nicht stehen bleiben. Okay, dann wird das Lager halt gesprengt. Und wir senden den Fisch. Wunderbar. Und bauen ein neues Lager für neuen Fisch auf. Okay, passt. Das heißt, wir werden auch das ganze Fleisch, das hier ist, an die Kohlemine schicken, damit die das verbrauchen. Genau. So, wir haben jetzt... Okay. Schauen wir mal weiter. 90. Wie sieht es aus? Kohlemine hat noch. Ja, 71, 72, 73, 74. Da müssen wir noch ein Lager bauen. Okay, dann bauen wir noch ein Lager. Gold. Asiate hat sich immer noch nicht gedacht, der schaut vorbei. Okay, wir sind jetzt, wären jetzt bei einer Stunde. Okay. Come on. Yes. 77%. Easy peasy. Gewonnen. Okay. Das war einfach. Und der Asiate hat der. Oh, der hat hier einiges. Der bildet aus. Wäre eventuell irgendwann auch gefährlich geworden, aber so ganz entspannt. Okay, cool. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.